ich bin verdammter Nike-Junkie. Schaut euch diese Trete an. Meine neue Errungenschaft, was haltet ihr davon? Christian Guzman-Style. Ich bin so ein Fanboy, dass ich mir sogar die Schuhe nachkaufe. Oh, meine Freunde. Verdammt müde. Ich glaube, gefühlte 5 Stunden geschlafen. Wer auf Snap uns verfolgt hat, wir waren gestern krass feiern. Und jetzt geht's erstmal zu meiner Mama zum Brunchen. Wisst ihr was, meine Freunde? Ich lag jetzt heute eben im Bett und habe so mal rückblickend die letzte Woche reflektiert. Ich habe gemerkt, es sind irgendwie weniger Videos gekommen. Ich war total unkreativ. Ich war mit meinem privaten Leben beschäftigt und kam jetzt nach dem Essen total übermüdet und kaputt. Und die Nerds sind ja Athletic Nerds sind hier. Checkt den YouTube-Channel, so schnell reingeskippt mit Oscar. Wir waren halt mit denen gestern feiern und ich dachte irgendwie, boah, ich habe auch gestern das Video gecuttet mit Jomo, Johannes, was ich abgedreht habe. Das war, boah, so krass scheiße, das muss ich einfach sagen. Das sind so selbst ein Video, was ich mir selber nicht angucken würde. Und das will ich euch irgendwie auch nicht antun. Es war doch zu viel und ich habe gesagt, Alter, das kannst du nicht hochladen. Da steckt irgendwie kein Herz drin, keine Leidenschaft, gar nichts. Und ich lag eben im Bett, jetzt nach dem Brunch, meine Mutter nach Hause gefahren und so und dachte mir nur so, boah, du, warum bist du so motiviert? Woran liegt das? Was ist es? Und da habe ich mich einfach selber in die Hand genommen und habe gesagt, ey, ich möchte nicht einer dieser YouTuber sein. Wir wollen es nicht sein, denn ich habe auch mit Arne eben nochmal telefoniert und er meinte auch, ey, mach dir keinen Kopf, Mann. Solche Wochen, solche Tage hat jeder mal. Ich hatte das auch vor 2 Wochen. Wir haben alle unsere privaten Dinge zu regeln. Wir haben Emotionen, wir haben Probleme mehr oder weniger oder Dinge, die wir, ich sag mal nicht Probleme, sondern Probleme, wofür Lösungen wir finden müssen. Und es gehört einfach zum Leben dazu. Und ich möchte nicht einer dieser YouTuber sein, der auf jeden Fall auf die quasi erscheint und auf einmal weg ist, weil er unmotiviert ist, keinen Bock hat und einfach nur, ja, mehr labert als tut. Deshalb, meine Freunde, habe ich mir gesagt, ey, ich drehe dieses Video heute auf jeden Fall weiter und ich rappel mich auf. Ich habe jetzt gerade Mucke reingeschaltet, habe mich umgezogen, habe geduscht, feier zu Oscar. Oh, meine Freunde, Alter. Oh, irgendwie doch nicht motiviert. Ich weiß nicht, was los ist. Spaß beiseite, Alter. Ich bin bei Oscar angekommen. Gibt's nichts zu scherzen. Ich bin ruhig, denn die Jungs drehen gerade. Hört ihr das? Sie rumschreien. Ich schalte mal hinter die Kulissen und schau mal, ob ich es wieder reinschneiden darf überhaupt. Ja, also die Soße auf dem Teller. Ey, hast du vielleicht so ein Blech? So ein Holzbrett? Nee, aber das ist nur Plastik. Ah, die Masse. Die Instagram hier, ne? Also, zeig dir, wie es geht. Sieht schon mal geil aus hier. Und jetzt, ich glaube, das schafft der Oscar selber, die Soße zu verleihen. Was geht ab, meine Freunde, und welcome back. Ich sag welcome back ganz bewusst, denn ich habe blöderweise die vorigen Clips-Szenen alle gelöscht und ich weiß nicht, ob ich die zurückbekomme, denn ich habe gerade im Internet, ich bin jetzt gerade bei Oscar im Internet schlau gemacht. Und entweder fängt das Video direkt hier an, quasi am späten Abend gegen 18 Uhr, oder ihr seht quasi nochmal vorab, was abgegangen ist. Auf jeden Fall kurze Begrüßung, Leute, Ruhe. Alle ruhig, danke. Ich bin bei Oscar und der Oscar hat eigentlich, beziehungsweise Oscar wir haben. Oscar ist nicht da, hier ist Oski. Der Oscar hat hohen Besuch, wir haben hohen Besuch bekommen für den Athletic Nerds. Ich hab vorhin schon von den Jungs geredet, den harte Props gegeben, weil ich euch echt feier, Mann. Danke, Mann. Also nicht nur vom Video, sondern auch gestern, aber es hat geliebt, Digga. Digga, ich lieb dich immer noch, Alter. Ihr hattet Momente, Digga, magische Momente. Ja. Eins, zwei Sätze. Alleine auf der Tanzfläche, Mann, Digga. Das ist der Beste, Digga. Ja, wir sind die Geilsten. Nee, auf jeden Fall Spaß beiseite, Alter. Ich blende die Jungs ein und was machen wir jetzt noch? Wir gehen jetzt Sushi essen. Wir gehen jetzt futtern und danach richtig hart trainieren. Ja, genau.
Wir haben alle, was habt ihr, wie lange habt ihr geschlafen? Ich habe so 5 Stunden, glaube ich. Ich glaube, bei uns waren es nicht mehr. Ne? Also 7:30 bis 11:00. 7:30 bis 11:00. War aber relativ fit dann. Ja. Ja. Sag den Leuten, was geht. Was geht? Sushi wir fahren Circle. Sushi Circle. Ich war da noch nie. Ich glaube, es auch wurde empfohlen von wem? Von Marc? Stefan, ich habe Marc verstanden. Er hat auch Lu Saigon empfohlen, also echt? Sushi muss gut sein. Warte, ja. Stefan. Ah, dein Kollege Stefan. Ja. Dead Model. Ja. Jo. Jo. Alles klar. Ich hab mir, genauso wie ich mir abgewöhnt habe, immer da jede Szene zu beenden. Das ist genauso schlimm. Ja, und bis gleich. Hast du vom Oscar, oder? Nee, keine Ahnung, ich hab den Kopf festgebrannt. Nein, du beendest jedes. Ja, jede Szene. Wir sehen uns gleich. So. Ja, also, und wir sehen uns gleich. Und bis gleich. Alter, du denkst, Alter. Das ist auch schlimm, Alter. Hallo, einfach in die Fresse. Ja, genau. Für einen selber ist es ja so noch so 20 Minuten, halbe Stunde. Ja. Aber Digga, für die Leute ist halt ein so Cut. Ein ja, Cut und dann läuft's. Ja. Den Kanal blende ich nicht ein hier. So. Willst du mich was fragen, Digga? Ja, ich frag das spontan, Digga. Alter, erzähl mal, wie hat er das gestern gemacht, Mann? Wie wollte er die Zuse klar machen? Wir waren gestern im Club, ja. Er war schon spätere Stunde, kurz bevor Dicky sich entschieden hat, so, jetzt gönn ich mir ein Nickerchen mit dem Kopf. Auf der Theke, ja. Hat er sich so entschieden, ja, so stand er so. Hier war das Mädel, da war ich gesessen. Ja. Und dann meinte er so, wollte er mir signalisieren, Digga, jetzt kommt die Sprechung. Er konnte übersprechen, Digga. Dann wollte er mir so signalisieren, Digga, du sprichst mich an. Jeder Mensch würde so machen. Digga. Niki hat das so gemacht. Und sie, Alter, sie so. Man ist weggelaufen, Alter. Warte, ist das geil? Immer nicht. Was war das für diese große Blonde, die auch so wie ein Kerl, Digga? Wenn ihr in der Hamburger Innenstadt seid und kostenloses WLAN braucht, dann macht ihr genau das. Und zwar geht ihr zum Apple Store eures Vertrauens. Am besten noch mit der Nase und der Backe an die Scheibe, genau. Denn dann ist das WLAN noch viel besser. Der eine Typ, guck mal, der steht echt zur Tür hin, in der Mitte. Ich bin so voll. Ich bin so hart faul, dass ich einfach die Cam laufen lasse, wenn die Jungs was machen. Das ist so easy. Er erzählt schon, seitdem wir da sind, kommt einfach mit seinem Laptop an, hat einen Kopfhörer drin und sagt, oh Mann, ich hab keinen Bock, die Scheiße zu schneiden. Sag ich so, warum denn so? Ja, weil ich keinen Bock habe, wenn ich mir das angucke, ist der größte Bullshit aller Zeiten, Alter. Und jetzt fängt er seinen Vlog an, geht von seinem Bauch weg und sagt, oh Mann, ich bin so voll, Alter. Den Scheiß würde ich mir auch nicht reinziehen wollen. Dann bist du ja beim Schneiden depressiv. Ja, guck, es geht schon wieder. Ist alles in Ordnung, Mann. Easy. Dafür ist so ein Typ, immer wenn ich die Cam rausholen, sagt er, ach ja, ich muss ja auch noch filmen. Ja. Okay, warte, jetzt und jetzt den Text bitte nochmal. Einmal habe ich heute die Kamera in der Stadt angemacht. Auf einmal steht er nicht mehr. Dann sagt er zu mir, sind Sie sehen, den glaube ich dir, Alter. Da haben wir jetzt echt ein harter Bro, Alter. Real nice. Authentic as fuck. Okay, jetzt sind wir ein bisschen aufgewacht. Ja, das reicht. Guck, ich muss nur die Kamera dafür anmachen. Ich hatte schon einen. Ja. Ja, aber auf jeden Fall will ich jetzt endlich so räudig sein und schalte das ab. Wir sehen uns gleich im Gym. Bis gleich.
hanging by a thread, hung upon all the words you said, breaking free from this conformity that you force on me. Everything I do is one big show. It's about damn time that I take control. Put me under a microscope and watch me take control. Oh, and oh, what's this? I finally read this helplessness. Tired of feeling like I'm upside down. So I've gotta turn it all around. And oh, oh, and dear God, save my soul, cause it is blood. Tired of feeling like I'm upside down. So I'm gonna turn it all around. Jetzt mach ich dir nach. Oh, ich ja, brauch gar nichts mehr sagen. Training. Ich hab die Jungs so hart geflasht von meinem Scheißgelaber, dass die alle davon total infiziert sind, ne?
Auf jeden Fall ist das Training durch, meine Freunde. Und was, sexy oder easy? Easy, sexy, alles. Ja, Training ist durch, meine Freunde. Und sieht man das, ich bin hart im Arsch. Der Booster hat übelst eingeschlagen. Gestern bin ich gepennt. Beziehungsweise ja, von gestern voll wenig gepennt. Wie geht's euch? Ich hab gerade ein paar Sachen verloren. Deswegen, das war unten. Alter, auch motiviert? Komplett im Arsch. Einer mit Alter. Ja. Wie sieht's bei dir aus, Mr. Nerd? Du hast nicht meinen Beutel, oder? Das war's einfach. Ach, das ist die Antwort, danke. Hast du meinen Beutel? Dein Beutel? Nein. Ja, was ist der Plan? Ich weiß es selber nicht. Auf jeden Fall fahre ich die Jungs erstmal rum und dann ist auch Sense. Ich muss ins Bett, Mann. Ich muss irgendwie noch was Kleines essen und dann ist schnell ins Bett. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Es ist der nächste Tag angebrochen und ich bin echt hart im Arsch. Die zwei Tage haben mich vom Schlaf, Rhythmus eigentlich weniger mitgenommen, sondern ich bin einfach im Arsch, auch durch den Booster. Und den muss ich auch zugeben, ich nehme zu viele davon. Hab gestern nicht mehr geschafft, quasi das Video fertig zu filmen, weil mir der Akku leer gegangen ist und ich den dann geladen habe und es war so spät, ich wollte nur noch ins Bett. Ich bin schon am Steuer immer fast schon eingeschlafen. Es war ein geiles Wochenende wieder, also ich kann es nicht anders sagen, dass ich mit YouTube und Instagram und allem angefangen habe, ist eigentlich so mit Abstand die geilste Sache, also mit die geilste Sache in meinem Leben, allemal, denn ich hätte niemals so viele geile, wirklich Leute erlebt, die das, was sie machen, mit Herz tun, so wie die Athletic Nerds, also hier auch nochmal ein dickes Shoutout, wenn ich schon eins bekommen habe, beziehungsweise weiß ich jetzt gerade heute noch nicht, ob ich die zwei, drei Szenen überhaupt zurückbekommen habe, ob ich es geschafft habe, die zu recovern, denn ich habe ja vorhin erzählt, ich habe die leider gelöscht. Auch ganz total bescheuert, Mann, ich will die Speicherkarte aufrollen, Alter. Ich weiß noch nicht, ob ich es hinbekommen habe, aber trotz allem möchte ich hier nochmal zum Ende sagen, Athletic Nerds, die beiden Jungs sind echt top, es war echt eine geile Zeit, da steckt so viel Herz hinter dem, was sie machen. Ja, an einigen Videos kommen die zwar so wirklich so ein bisschen, wie sag mal, so bescheuert drüber, aber das ist halt deren Ding. Und hinter der Kamera sind die nochmal, wie gesagt, 500 Mal sympathischer. Von daher kann ich euch wirklich nur empfehlen, schaut euch die Videos an. Wenn es nicht jemand verdient hat, dann auf jeden Fall die beiden Jungs, dass dort ein Abo dagelassen wird. Kann, sage ich echt guten Herzens. Und vielleicht ergibt sich auch da der ein oder andere Trip da nochmal zu denen in deren kleines Örtchen, wobei Würzburg, ich weiß nicht, ist das so klein? Klärt mich auf, schreibt es in die Kommentare, ich weiß gar nicht, wie groß klein Würzburg ist. Auf jeden Fall auch hier nochmal ein dickes Dankeschön an Oscar, denn Oscar hat uns das überhaupt alles so ermöglicht. Er nimmt mich natürlich immer, wie ihr merkt, sehr oft mit, lädt mich ein, fühle mich da schon so, immer so ein bisschen so, als ob ich mich aufdränge, beziehungsweise ich probiere es eben nicht zu tun. Wollte auch eigentlich in den Videos bei denen gar nicht dabei sein, gesagt, ey, macht euer Ding, ihr habt euren Plan, ist überhaupt gar nicht schlimm, wenn ich nicht drin bin. So, ich brauche nur ein paar Szenen für mich, für mein Video, damit ihr auch ein bisschen geilen Content vom Training bekommt. Das Training bei denen wird oberhart. Die haben so ein geiles Kamera-Feeling. Ich kann euch jetzt sagen, das wird so krass sein. Also ich freue mich jetzt schon enorm auf die Videos. Aber die haben auch noch einiges zu tun. Deshalb denke ich, dass die Videos sogar erst in einer Woche erscheinen. Was verständlich ist bei den Cutting-Skills. Also das ist echt übel. Lange Rede. Danke, meine Freunde, auch an euch, an alle überhaupt, dass ihr mich uns so krass motiviert weiterzumachen. Und ich bin einfach nur am Arsch. Gott sei Dank. Heute ist Montag. Monday, stressiger Tag. Für mich Gott sei Dank nicht. Denn ich habe was zu tun. Ja, ich muss jetzt gleich am Rechner einiges machen. Bestimmt setze ich da 2 Stunden nochmal dran. Dann komme ich nochmal ein bisschen klar. Muss einkaufen. Am Abend ja alles vorbereiten für morgen. Für den morgendlichen Arbeitstag. Hab mir den heute so eingeplant, dass ich ein bisschen Ruhe habe. Wenn ich extra Zeit mit den Jungs verbringe. Wie gesagt, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und immer, ich komme noch den gleichen Scheiß jedes Mal am Ende zu labern. Leute, schaltet einfach rein, wenn es euch gefällt. Echt, ich bin super dankbar. Wir sind super dankbar und es kommen jetzt auch, wie gesagt, mehr Videos wieder. Die Woche war einfach bei mir privat, geschäftlich, sehr eingespannt. Ich war auch krass unmotiviert.
habe ich eigentlich auch alles in den Szenen vom Anfang gesagt. Ey, ganz ehrlich, ihr kriegt die Szenen zu sehen, egal was ist. Und wenn ich dafür 60 Euro für eine Software zahlen musste, die kostet ungefähr so viel, dann zahle ich die dafür. Echt, das ist mir scheißegal. Ich möchte, dass das Video komplett sein ist. Von daher, schaltet beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt. Essen, Essen und Training, ich bin so tot. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.